Im Foyer des Verlagshauses der Salzburger Nachrichten fand die Gründer- und Jungunternehmermesse statt. Zahlreiche Aussteller informierten über die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und darüber hinaus. Im SN-Saal plauderten Jungunternehmer aus dem Nähkästchen und berichteten über ihre Erfahrungen. Ich habe mich selbstständig gemacht mit Marketing und Design Services, wollte dann nicht alleine arbeiten und habe deswegen den Coworking Space gegründet. Das ist sozusagen mein zweites Unternehmen und ich habe es nicht bereut, weil das ist der beste Job der Welt. Ich habe mich mit einem Produktschutz, der vor Fälschungen schützen soll und mit einem Smartphone auslesbar ist, selbstständig gemacht. Ich habe es bis jetzt nicht bereut, weil es Tag für Tag noch spannender wird und ich grundsätzlich sagen muss, es ist eigentlich der Traum, den ich lebe. Ja, selbstständig gemacht habe ich mich mit einem Gastronomieprojekt und zwar mit einem Kaffeehaus, das aber mittlerweile zum Café mit Mittag und also so allround geworden ist. Bereuen tue ich es jeden Tag einmal und doch wieder nicht. Also es ist voll schön, aber es ist auch so, dass man halt jeden Tag sagt, was habe ich mir da andern, aber ich würde es nicht anders haben wollen. Es ist so, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit einem Farbenfachgeschäft, Groß- und Einzelhandel. So, es gibt immer wieder Momente, wo man sagt, eigentlich, wenn ich angestellt wäre, wäre ich wahrscheinlich schon seit Stunden zu Hause, was dann meistens oft ein bisschen länger dauert, wenn man selbstständig ist. Man hat längere Tage, ist mehr Stunden im Einsatz, aber die Phasen, wo man glücklich ist und sich freut, dass man seine Ideen verwirklichen kann, das sind schon die mit Abstand größeren Phasen. Ich bin Persönlichkeitstrainerin und Teamcoach. Und auf Ihre Frage, ob ich es bereut habe, definitiv nicht. Es hätte mir nichts Besseres im Leben passieren können. Information ist das Um und Auf vor der Unternehmensgründung. Genau hier hakt die Gründermesse ein. Es gibt so viele Dinge, die zu planen sind, wenn man sich selbstständig macht. So viele Experten, die notwendig sind, die wir auch in unserem Netzwerk drinnen haben, die man halt nur bei der Messe an einem Tag unter einem Dach beieinander hat. Und die kommen aus Wien, die kommen aus anderen Bundesländern. Das ist die einzige Gelegenheit, wo man wirklich an einem Tag sich bei diesen Stellen vor Ort informieren kann. Schließlich gibt es Fehler, die von den frisch gebackenen Unternehmerinnen und Unternehmern besonders häufig gemacht werden. Es gibt einen Kapitalfehler. Viele Personen, die sich zu wenig informieren, meinen, die Beiträge, die wir zumindest mal in den ersten 3 Kalenderjahren vorschreiben, dass das das Endergebnis ist. Das böse Erwachen kommt dann, wenn eben diese Einkommensteuerbescheide jährlich übermittelt werden und die Einkommenshöhe dementsprechend ist und es in späterer Folge zu Beitragsnachforderungen kommt. Aus meiner Sicht der größte Fehler ist, dass man zu spät zum Steuerberater geht, dass man bereits mit seiner Tätigkeit anfängt und so vor sich hinwurschtelt, bevor man sich ordentlich erkundigt, was man eigentlich tun sollte. Und damit das junge Unternehmen nicht gleich vor die Hunde geht, hier ein paar Tipps unserer jungen Selbstständigen. Also ich sehe das so, dass manche Leute halt immer erst mit der 100%-Lösung am Markt gehen wollen und es wird aber nie eine 100%-Lösung geben. Wenn man den Fokus verliert, ja, dann als Startup hat man ein bisschen wenig Ressourcen und da kann es passieren, dass die Ressourcen einen einfach verloren gehen und man nicht weiterkommt. Und die Tücke ist das, dass man irgendwann einmal merkt, man bräuchte doch was, aber nicht weiß, wie man sich das holen soll, diese Auszeiten, diese Momente, wo man selber ein bisschen wieder zur Energie kommt. Und so. Wenn man es endlich geschafft hat, es läuft, man sieht die guten Zahlen, dann bitte nicht übermütig werden, das kann dann sehr schnell gehen. Nur weil ich bei der Wirtschaftskammer, beim Gründerservice, bei Frau und Arbeit zuvor war, bin ich auch jetzt da. Ich habe diese Experten-Tipp wahrgenommen, ernst genommen und merke jetzt, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren selbstständig und merke einfach, wie wichtig das ist. Ja? Und habe immer nur so Déjà-vu, was hat wer gesagt und genau, und das ist es. Und das ist einfach schön, wenn man draufkommt, man ist am richtigen Weg.